das Schöne an den Lur, an den Gartentagen ist, dass die Messe wirklich gemeinsam kombiniert ist mit den Ausstellern und man eben den Park in Vollblüte sehen kann und die Aussteller. Es gibt ein umfassendes Rahmenprogramm, es gibt Reitvorführungen in der Arena, es gibt Kräuterführungen, Schlossparkführungen, kulinarische Sachen. Dieses Jahr ganz besonders zum Thronjubiläum der Queen, auch immer Tea Time im Lustgarten. Das heißt, es ist für jeden was geboten, Kinderprogramm und so, ist eigentlich sehr gut angenommen worden in den letzten Jahren. Mein Hobby ist Herstellung von Gartenkunst in Stall und Edelstahl sowie Windspiele. An denen Lohe reizt mich das herrliche Ambiente und diese weitläufige und großzügige Gartenanlage. Der Park ist sehr schön großzügig angelegt. Die Stände sind auch sehr ansprechend. Und auch für uns bietet sich natürlich die Fläche sehr gut an, um unsere Garten-Accessoires, Ranghilfen, Rosenbögen und so kleine Accessoires anzubieten. Das Wetter passt auch ganz gut. Dann hoffen wir uns das Wochenende ein schönes Geschäft. Sag's durch die Blume! Bei den Gartentagen 2012! Völlig begeistert von der Anlage, weil ich es einfach eine nur gute Idee finde, es immer mehr zu erweitern und wieder ein Biotop zu erschaffen. Also ich finde dieses ganze Ambiente wunderschön. Es sind tolle Aussteller da, man kann ins Innere vom Schloss, was man sonst nicht kann. Also war absolut ein Erlebnis. Was mir gefallen hat, ist das komplette Ambiente hier, was man hier so insgesamt feststellen kann. Sehr schönes Ausstellungsklima, natürlich ein herrliches Wetter. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt er sehr, sehr gut. Er ist nicht so übermäßig künstlich, nicht so übermäßig französisch. Er ist ganz natürlich gehalten und das finde ich also wunderbar.